Lieber Leo, hallo, ich freue mich, dass wir uns heute per Zoom verabredet haben. Ja, auch um den Teilnehmern oder möglichen Interessenten unseres Seminars, dem Kreislauf des Lebens mit offenem Herzen zu begegnen, ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich im Mai im Odenwald-Institut machen wollen. Und ich freue mich, dass wir heute uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, euch, die jetzt ja vielleicht zuschaut, ein bisschen zu erzählen, was wir da machen. Und Leo, wir haben ja eine ganz spannende Frage formuliert in unserem Flyer, die mich ja auch viele Jahre beschäftigt hat. Und zwar, wie wäre es, wenn du bereit wärst, dem ewig währenden Kreislauf von Geburt und Tod, von Werden und Vergehen mit offenem Herzen zu begegnen und darin den Zauber des Daseins zu entdecken. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, worum geht es bei diesem Seminar? Wir wollen eigentlich deutlich machen, dass, was jeder schon weiß, dass das ganze Leben eine Veränderung ist, dass nichts bleibt, wie es ist, dass der Wandel ein Teil des Lebens ist, Gedanken kommen und gehen, Begegnungen entstehen, wir begegnen Menschen, die verlassen uns wieder. Man sieht es auch draußen in der Natur, ne? Es ist ein ewiges Werden und auch wieder Vergehen. Und oft haben wir Menschen so die Tendenz, an dem, was uns bekannt ist, was uns vertraut ist, wo wir uns sicher fühlen, festzuhalten. Und wenn wir festhalten und uns nicht diesem ewigen Fluss der Bewegung überlassen, dann werden wir starr, dann wird der Körper wird starr, der Geist verliert seine Flexibilität, das Herz zieht sich zusammen. Und ja, wir wollen gern bei diesem Seminar euch vermitteln, wie ihr das hinkriegen könnt, euch diesem ewigen Fluss des Lebens zu überlassen. Genau, und da ist ja die große Frage, wie wollen wir das machen? Also dieses Seminar wird mehr eine Erkundungsreise sein, eine Erforschungsreise. Es geht also nicht um Theorie, die wird es bestimmt auch ein bisschen geben, aber wir werden vor allem viele kleine Übungen machen, auch Rituale, Übungen zu zweit und in der Gruppe. Es wird viel Austausch geben, auch über dieses Thema Leben, Sterben und Loslassen. Ihr könnt eure eigenen Erfahrungen einbringen und wir haben auch da gar keinen festgesteckten Ablauf, den wir da einfach so durchziehen wollen, sondern Leo und mir ist immer sehr dran gelegen, alles mit einzubringen, was ihr mitbringt, sodass auch wirklich eure Fragen zu den Themen beantwortet werden und ihr natürlich auch kleine Übungen mitnehmen könnt, die auch alltagstauglich sind und die man gut ins Leben integrieren kann. Ja, Leo, ich schaue noch mal zu dir. Habe ich noch was vergessen? Ja, vielleicht noch zu erwähnen, dass es ganz viele zusätzliche Infos zum Seminar auf der Webseite vom Odenwald-Institut gibt, dass man sich da natürlich auch anmelden kann. Und falls ihr Fragen habt, die ihr gerne direkt mit uns besprechen wollt, da gibt es auch unsere Kontaktdaten und ihr könnt auch gerne mit uns direkt Kontakt aufnehmen. Genau, wir würden uns also freuen, vom 10. bis 12. Mai im Odenwald-Institut, wenn ihr dabei sein wollt, herzlich gerne. Ciao! Ciao, bis dahin.